Hi. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das im Sitzen mache. Das ist Ende einer reiseintensiven Woche und außerdem dachte ich mir, irgendwas muss ich ja auch anders machen. Und vielleicht fange ich einfach damit an. Mein Name ist Manu, ich bin tatsächlich von RetroBrain. Ich bin einer der Mitgründer von RetroBrain. Das ist ein Spin-off der Humboldt-Universität, das therapeutisch wirksame Videospiele für Demenzpatienten entwickelt. Das allererste digital Health-Projekt, das nach dem neuen Präventionsgesetz mit gesetzlichen Krankenversicherungen zusammenarbeiten darf. UKE, Max Planck sind an der Stelle unsere Partner. Ich habe auch eine Mitgründerschaft am Game Lab der Humboldt-Universität. Das ist dort am Exzellenzcluster eine Forschungsgruppe mit über 30 Disziplinen im Hintergrund. Aber eigentlich bin ich von Hause aus in der politischen Philosophie beheimatet. Und wir hatten ein bisschen am Telefon, ich weiß nicht, wo Martin gerade ist, Wir hatten ein bisschen darüber telefoniert, was erzählt werden kann. Und ich versuche es mal außer... Oh, ich habe auf 12 Stunden gestellt. Das ist vielleicht zu viel. Philosophenkrankheit. Okay, ich habe euch tatsächlich mitgebracht, weil wir Ende August einen Todesfall zu bedauern hatten. George Spencer Brown, einer der wichtigsten Mathematiker des 20. Jahrhunderts, der unter anderem bekannt geworden ist für seine Vorstellung davon, dass man die Welt beobachten und erfassen kann und damit auch gestalten, indem man Unterscheidung in sie einführt und Unterscheidung nutzt, um dann zu sagen, ich entwickle anhand einer Unterscheidung, Mann, Frau, sage ich jetzt mal nur, weil es ein gutes Beispiel dafür ist, wie Unterscheidungen sich auch ändern können, ja? Und ich untersuche anhand solcher Unterscheidung, wie die Welt sich zu mir verhält. Und in diesem Sinne habe ich einige Gedankenfragmente und fange an mit Nietzsche. Ja, auf den bezieht sich ja auch die Vorstellung von den drei Updates des Geistes. Das waren ganz ursprünglich mal die drei Verwandlungen des Geistes, die Nietzsche in seinem Also sprach Zarathustra aufgezählt hat und dort uns allen auf den Weg mitgibt, dass es im Prinzip drei Entwicklungsstadien gibt, die jeder Mensch durchmachen kann oder sollte. Es ist ja bekannt, dass Nietzsche davon ausging, dass der eine weiterkommt auf diesem Pfad als der andere. Und wir haben das ja auch in einer ganz bestimmten Lesart sehr heftig diskutiert hier in Deutschland. Das eine oder andere Jahrzehnt zurück. Aber beginnen tun wir alle, so Nietzsche, im Stadium des Kamels. Das ist jetzt vielleicht nicht irgendwie das Ehrbarste unter den Tieren. Nietzsche sieht das völlig anders. Nietzsche feiert das Kamel als ein Tier, das unter wahnsinniger Belastung schlicht und ergreifend das tut, was man von ihm verlangt. Also es bürdet sich eine Arbeit auf, geht vollkommen darin ein und auf, dass es seine ihm gestellte Aufgabe löst und findet es total toll. Die nächste Entwicklungsstufe nach Nietzsche, sowohl für Menschen als auch für Organisationen aller Art, ist der Löwe. So, der Löwe wiederum hat es geschafft, aus seiner Beschränktheit als Kamel auszubrechen und immer noch in sozialer Formation, in gewissen Regeln zu existieren. Aber, wie das bei Löwenherden so ist, der Löwe ist jederzeit in der Lage, das Leittier anzugreifen und die Regeln quasi zu seinen Gunsten zu verschieben. Tut er auch auf wahnsinnig aggressive und destruktive Art und Weise. Ist also immer noch nicht das Ende des möglichen Entwicklungsprozesses, sondern, so Nietzsche, wohin wir müssen, ist der Geisteszustand eines Kindes. Warum? Weil ein Kind unbelastet ist von Regelwerken. Das Kind hat immer etwas Neues, etwas Schöpferisches, etwas Spielerisches. Es hinterfragt, aber auf eine konstruktive Art und Weise. Und das ist damit quasi der Geisteszustand, in dem das Neue erst in die Welt kommen kann. Jetzt gab es da schon erste Anklänge in den Wortwahlen. Jeder, der Entrepreneur ist, aber auch jeder, der Wissenschaftskarriere macht, jeder, der Künstler ist, kann sich vielleicht in diesem State of Mind wiedererkennen. Bei Nietzsche ist das übrigens ein Kreislauf, also auch das Kind wird erwachsen und wenn die Sozialisation, wenn die Gesellschaft einen schlechten Einfluss auf ihn hat, endet es wieder als Kamel und muss sich den Weg in die Befreiung erneut erarbeiten. Ob jetzt
unsere gegenwärtige Struktur an Kindergärten, Schulen, Universitäten geeignet ist, kamelhaft auszubilden oder nicht. Das mag jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe da eine ganz bestimmte Meinung. Tatsächlich korrelieren diese Kategorien Kamel, Löwe, Kind auf faszinierende Art und Weise mit dem, was wir als systemtheoretische Ideengeschichte kennen, also der Vorstellung aus der Soziologie, dass die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ganz maßgeblich mitgestaltet, wie wir insgesamt leben. Also bis hin zu Niklas Luhmann, der die These aufgestellt hat, dass eigentlich jede Form von Organisation, von Familie, Unternehmen, Universitäten, Militär, das alles eigentlich nur Antworten darauf sind, wie wir kommunizieren können. Beginnt mit der reinen Sprache als Austauschmedium, die uns zur tribalen Gesellschaft geführt hat, also zur Dorfgemeinschaft. Weil wir konnten ja nicht mehr als mit unseren Fellow-Dorfmitgliedern reden. Und faszinierenderweise, wann auch immer wir in der Menschheitsgeschichte feststellen, dass Städte entstanden sind, stellen wir auch fest, dass Papier kurz davor entwickelt wurde, auf der einen oder anderen Art und Weise. Warum? Weil Papier als Kulturmedium in der Lage ist, Zeit und Raum zu überdauern. Ich kann plötzlich kommunizieren mit jemandem und Gesellschaft bilden mit jemandem, der nicht mehr unmittelbar Teil meiner tagtäglichen Realität ist. Moin. Der Nationalstaat ist in dieser Ideengeschichte dann das Ergebnis, und da kommen wir später drauf zurück, der Massenkommunikation. Also erst in dem Moment, in dem ich von Kiel bis Garmisch-Partenkirchen dieselbe Nachricht zum selben Zeitpunkt lesen kann, sei es in der Tageszeitung oder im Fernsehen, erst dann kann ich so etwas wie einen Nationalstaat bilden. Und die ganz spannende Frage, an deren Ausgestaltung wir ja alle hier gemeinsam arbeiten, jeder auf seine Art und Weise, ist dann die der nächsten Gesellschaft, der Next Society, also der Gesellschaft, die wiederum auf digitalen Kommunikationsmöglichkeiten aufbaut und total faszinierende neue Konstrukte zur Folge hat, bis hin zu solchen, die wir aus der Sozialpsychologie kennen, wo dann plötzlich das Leiden von jemandem, das über einen YouTube-Clip zu mir kommt, genau die gleichen neurobiologischen Reaktionen bei mir auslöst, als wie wenn mein unmittelbarer Nachbar leidet. Das ist spannend. Das ist was, das haben wir so noch nicht gehabt. Und ein bisschen, und das ist so eine der grundsätzlichen Ideen, die ich mit auf den Weg geben möchte zum Nachdenken und Diskutieren, ein bisschen korreliert das mit den nietzschischen Entwicklungsstadien, glaube ich. Weil die Zeit der tribalen Gesellschaft und die Zeit der Stadt, die ja eine vorindustrielle war, ist im Prinzip eine, in der wir nicht viel an unseren sozialen Rollen zu rütteln hatten. Wenn du Bauer warst in Europa oder wenn du in Indien in eine ganz bestimmte Kaste hineingeboren wurdest, dann bist du da geblieben. Das war deine Rolle, die hattest du zu erfüllen. Wir hatten quasi kulturelle Phänomene drumherum, die das Ganze stabilisiert haben und auch gesagt haben, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also die katholische Soziallehre im Mittelalter hatte ja gar kein Problem damit, dass der Bauer sein Leben lang Bauer blieb, sondern fand das ganz hervorragend und bot ihm auch das Seelenheil an, wenn er ein guter Bauer war. In der Industriegesellschaft, die sehr eng mit dem Nationalstaat verbunden ist, weil du erst in einem Nationalstaat in der Lage bist, die Ressourcen zu sammeln, die du brauchst, um Eisenbahnen zu bauen und große Fabriken und so weiter. Dieser Nationalstaat und die Industrialisierung, die damit einhergegangen ist und deren Auswirkungen wir heute noch erleben, ist natürlich etwas radikal Kapitalistisches. Das ist wertungsfrei, ist aber trotzdem die Kategorie, glaube ich, die dem nietzschischen Löwen am nächsten kommt, weil natürlich ist sie mit sozialer Durchlässigkeit ausgestattet, natürlich erlaubt sie jedem, Startups zu gründen, Patente anzumelden, seinen Weg durch Bildungssysteme nach oben zu arbeiten. Aber hey, ich habe vorhin die Diskussion mit einem der Organisatoren gehabt, der aus der Vermögensverwaltung kommt, auch nur zu einem bestimmten Ausmaß. Wir kommen ja quasi, wir haben ja den Kapitalismus bisher vor allen Dingen erlebt in seiner kompetitiven Spielart. Jetzt haben wir neue Varianten, Shared Economy, wir haben Konzepte wie Co-Opetition, was an meiner Alma Mater in den USA mitentwickelt wurde, wo es um die Frage geht, nützt es mir nicht und meinen Shareholder nicht sogar mehr, wenn ich schaue, dass ich gleichzeitig kooperiere und trotzdem in der Competition zueinander stehe. Muss das immer
das eine oder das andere sein. Aber so oder so ein sehr aggressives System. So, wo kommen wir jetzt hin? Wir erleben jetzt ja eine Zeit, die im Wesentlichen oder beschrieben werden kann als Wissensgesellschaft. Also eine Epoche, zumindest in den westlichen Demokratien, in der Wissen eine viel mächtigere, ein viel stärkerer Machtfaktor ist als in vorindustriellen Gesellschaften, wo es eigentlich darum ging, wer hat am meisten Land, wer kann am besten ernten und wer hat am meisten Fußsoldaten unter sich. Oder in der industrialisierten Gesellschaft, wo es auch um die Frage ging, wer hat denn beispielsweise das am prallsten gefüllte Bankkonto. In der Wissensgesellschaft spielen diese Dinge nach wie vor eine Rolle, aber die Medien sind nur bedingt ineinander überführbar. Also du kannst dir Wissen kaufen, aber nur zu einem bestimmten Ausmaß. Und insofern erleben wir beispielsweise auch, wer aus der Startup-Szene kommt, kennt es, eine Machtverschiebung hin zu Universitäten, die im Mittelalter beispielsweise so gut wie keine Rolle gespielt haben. Aber es ist schon faszinierend zu sehen, wenn Stanford im März jeden Jahres entscheidet, wie die Forschungsgelder vergeben werden für dieses Semester oder für dieses Jahr an der Uni, dann schauen Regierungen und schauen institutionelle Anleger aus aller Welt dorthin und fragen sich, Mensch, wenn da ein Trend gesetzt ist, da will ich mitgehen. Das ändert ein bisschen was, ich beeile mich, an dem Menschenbild, das wir vorfinden. Wir kommen aus dem Homo economicus, bei uns selber, ich komme auf Retrobrain zurück, geht es zum Beispiel auch um die Frage, ist wirklich der rational agierende Mensch das Menschenbild, das wir im Gesundheitswesen haben wollen? Macht es wirklich Sinn, heute jemandem zu sagen, ernähr dich anders, weil du dann in 10 Jahren weniger Herzinfarkt oder Demenzwahrscheinlichkeit hast? Glauben wir nicht. Wir glauben an den Homo ludens, wir glauben daran, dass Menschen sozial interagieren wollen, Spaß haben wollen und dass das die Art und Weise ist, wie wir die Menschen am besten abholen. Ich habe hier noch Mordor versus Star Wars, aber dazu sage ich nur was, wenn nachgefragt wird.